Ja, wir bei Balls für Geld mache ich alles. Wir stellen wirklich unter Beweis, dass Leute wirklich für Geld alles machen. Und bei der nächsten Aufgabe bin ich wirklich sehr gespannt, wer das denn wirklich durchzieht von euch. Es geht um 3.000 Euro und wir steigern uns ja. Deswegen fangen wir erstmal wieder mit einem netten Kostümchen an. Und zwar würdet ihr einmal das hier anziehen. Ein Sträflingsanzug. Den gilt es jetzt anzuziehen. Das wäre die Stufe 1 für euch. Es geht um 3.000 Euro. Wenn ihr dabei seid, dann buzzert jetzt. Alle machen weiter mit. Großartig. Ich bin mir sicher, es wird der ein oder andere noch rausgehen, denn es wird sich noch deutlich steigern. Denn das ist jetzt erstmal die Stufe 2. Ihr müsst euch Handschellen anlegen lassen. Noch sind wir quasi beim Vorspiel dieser Aufgabe. Es sind noch alle Kandidaten mit dabei. Wenn das so bleiben soll, dann buzzert jetzt. Und wie gehört sich das für einen echten Sträfling, der sich schon Handschellen hat anlegen lassen? Der muss natürlich auch eingesperrt sein. Endlich. Seid ihr mit dabei, dann buzzert jetzt. Noch mit am Start. Und jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, jetzt könnte durchaus der ein oder andere aussteigen. Denn bei Stufe Nummer 4 müsstet ihr Folgendes machen. Ihr müsstet euch ein Tattoo stechen lassen. Wer jetzt noch mit dabei ist, buzzert jetzt. Und hier die Vreni, die kann es jetzt schon gar nicht glauben, dass sie gedrückt hat. Was ist los? Ich habe meiner besten Uni-Freundin versprochen, dass ich mich nicht tätowieren lasse. Und warum bist du noch mit dabei? Es ist ja noch nicht spezifiziert, welches Tattoo. Vielleicht ist es klein, süß. Komm mal wieder wegmachen. Also ich kann dir das schon sagen, klein und süß, ja, du bist nicht falsch. Ich will mal sagen, auf welchem Sender läuft denn Balls? Und genau das. Geil, aber ihr wisst noch gar nicht, wohin. So, seid ihr mit dabei, dann buzzert jetzt. Noch mit dabei. Das ProSieben-Logo, das müsstet ihr euch dahin tätowieren lassen. Auf die Wange. Leute, we love to entertain you. So, wenn ihr mit dabei seid, dann buzzert jetzt. So, okay. Dann sind wir jetzt auch das erste Mal bei Balls soweit. Die 3.000 kann ich ein bisschen noch dran schrauben. Und das machen wir wirklich als Ausnahme, weil wir die Aufgabe geil finden. Wer macht es denn für 3.400? Die letzten 17 sind noch aktiv, ne? Ganz wichtig. Wer macht es denn für 3.600? So, wer macht es für 3.800? So, letztes Gebot, 4.000. Dennis! Dennis macht's! Komm zu mir. Dennis, du bist wie alt, wo kommst du her? Ich bin 23 und komme aus der Nähe Garmisch-Partenkirchen. Hast du schon Tattoos? Ja, auf der Brust eins, hier eins, dann hier eins und von Thailand noch ein Flugzeug am Fuß. Sag mal, bist du wahnsinnig, auf die Wange? Ja, kann man schon. Ehrlich? Naja, für 4. Ja, okay. Gut, erstmal fangen wir harmlos an. Du würdest dich jetzt einmal bitte... Sehr mutig.
So, hier ist er wieder, hier ist Dennis. Ja. Dennis, 4.000 Euro, ey, das hatten wir auch noch nie bei Balls. 4.000 Euro, die wir jetzt raushauen. Für ein Tattoo auf die Wange gleich. Aber wir fangen Step by Step an. Ich bin nur schon so aufgeregt. Mein Gott. Ja, ich auch. Da kommt die Vivi noch einmal mit den Handschellen. Geh schon mal ruhig vor, vor. Hallo. Ein bisschen zu rum. Ja. So, Dennis bekommt jetzt die Handschellen ja, um. Sehr gut. Würde sagen, wenn du soweit bist, dann kommt jetzt hier dein Tätowierer. Schlimm, oder? So, herzlich willkommen. Ich bleib mal hier draußen. Du willst es wirklich machen? Du willst dir ein ProSieben-Logo auf die Wange tätowieren lassen für 4.000 Euro? Du bist dir ganz sicher, Dennis? Ja, komm, mach mal. Augen auf. Also, noch mal ganz kurz. Ja, noch ganz kurz. Du bist dir wirklich sicher? Ja. Ja? Okay, alles klar. Dennis, dann du kannst. Okay. So, Moment. Bin gespannt, wie das morgen wird, wenn du morgen früh das erste Mal aufwachst und in den Spiegel guckst. Lieber nicht. Wie lange dauert es ungefähr? Willst du es noch mal im Spiegel sehen kurz? 5 Minuten. Oder noch sowas? Um noch mal die Entscheidung zu ändern, oder? Bitte? Um die Entscheidung dann wieder zu ändern. Nur damit du dir sicher bist. Da haben wir einen Spiegel? Ja, ich glaube, das kriegen wir hin. Ja, dann. Ja, das kriegen wir hin, dass wir mal schnell einen Spiegel besorgen. Sicher, sicher. Ja. Wie gesagt, das Ding hast du, ne? Also. Ja. Ich bin auch gerade echt skeptisch, ob ich wirklich machen will. Wäre ich dann raus, wenn ich jetzt Nein sage? Ja, für die Aufgabe wärst du raus und die 4.000 Euro würdest du auch nicht bekommen, ne? Also. Wenn wir es für die Hälfte woanders hin machen? Nee, jetzt nicht verhandeln. Ich hätte halt Probleme doch mit meinem Arbeitgeber, glaube ich, eher. Also, wie gesagt, du kannst abbrechen. Lass mal nochmal Spiegel gucken. Ja, warte, ich zeig's dir hier. Sicher ist sicher. Ja, sicher, sicher. Wenn man über die Zukunft jetzt nachdenkt, dann... Macht mal. Also, so wäre das. Ja. Also, es wäre so an der Seite. €4.000, ne? Kleiner geht nicht, ja? Schwere Entscheidung. Also es ist 4.000 Euro, aber wie gesagt, wir wollen dich hierzu nicht zwingen. Lass dich jetzt auch nicht von den anderen irgendwie. Die Entscheidung musst du treffen. Klar. 4.000 Euro, die würdest du bekommen von uns. Aber wie gesagt, du musst die Entscheidung für dich treffen. Ja, meine Freundin bringt mich um. Die killt mich. Kann man zur Not lasern? Nicht, ne? Ja, da sitzt der Experte. Kann man weglasern. Wie dauert sowas? Denkst du, 1.000 bis 2.000? Kostet, weglasern. Dann ist ja schon 2.000 weg. Das ist jetzt... Ja, das ist richtig gerechnet. Boah, fuck, für 4 wollte ich es echt machen, aber jetzt... Ich glaube, ich sag nein. €4.000 bekommst du von uns, aber du musst die Entscheidung für dich treffen. Wir können auch die Position noch mal auf der Wange vielleicht verändern, wenn du es möchtest. Der Kleiner wäre mir lieber. Kleiner geht nicht. Stimmt, oder? Ne? Werbung? Du kriegst ja 4.000 von uns. Ja. Deine Entscheidung, Dennis. Jetzt. Ich lasse es ja. Okay, alles klar. Dennis! Das hat echt kleiner gedacht. Dennis, komm aber raus! Ein anderes Team? Komm raus, Dennis! Ach so, ja. Ah, nee, das ist echt heavy. Komm raus! So, trotzdem, großer Applaus nochmal für Dennis. Vielen Dank. Da geht's einfach raus. Danke dir.